Ja, und damit sind wir nach einem langen, langen Intro endlich da. Ich heiße euch alle herzlich willkommen bei The Walking Dead: A New Frontier. Wir haben natürlich selbstredend die ersten beiden Speicherstände aus der ersten und zweiten Staffel in das Spiel implementieren lassen. Und Ende des Liedes war, dass wir uns mit Clementine und Jane dagegen entschlossen haben, eine Gruppe in unserem Haus aufzunehmen. Wir starten jetzt unvermittelterweise nicht mit Clementine, sondern mit ihm. Good game, good girl. So. Waste oil. No use to us. Ja, wir machen jetzt einfach GG. Wenn Clementine sich richtig entscheidet, nehmen wir das GG, good girl. Ja, gucken wir mal. Vielleicht hat Hey, any luck, kiddo? I need a pen. Or a pencil. Just something to write with. Ja. Mariana, could you please look for gas instead? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. You're better off leaving the past where it is. Otherwise, you never stop looking backwards. Looks a whole lot better than what's in front of us. I'll help. In a minute. Gut. GG. Nee, ich bin ein sehr, sehr pragmatischer Mensch, was die Entscheidung angeht. Und man sollte nicht an der Vergangenheit hängen. Da ist jetzt die Mutter schon hin. Und der Papi auch. Shift, um schneller zu gehen. Okay. Das ist in Ordnung. Haben wir denn hier sonst noch was? Ich habe übrigens auch die Hinweise wieder minimal eingestellt. Einfach, damit ich nicht auf alles hingewiesen werde. Was so da? Gucken wir uns das mal an. Oh, that's gross. Ja. Können wir das. Natürlich, ich möchte es anstupsen. Okay. Now I'm sorry I did that. Weißt du. Er dreht es halt noch nicht mal um. Er stupst es. Er datscht es halt einfach wirklich nur an. Mein Gott. Junge. Ich dachte jetzt so anstupsen steht irgendwie schnell. Oh. Hier sitzt ja einer. Mensch, der hebt sich aber gar nicht ab. I can't stop thinking about that herd. We get caught in it and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. We'd be gone in seconds. But I'd still try to charm them. What would I have to lose? It'd be pretty amusing, I'm sure. Until our eyeballs were ripped out of our skulls. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. Fahrt euch runter. Das Leben hat sich jetzt nun mal geändert. Werte Freunde. Ja, aber Monsterchen, du hattest recht. Da stand wirklich nur anstupsen. Was konnte ich denn auch anderes erwarten? Ah, hier. Hier steht jetzt aber absaugen und ansehen. Haben wir noch andere Möglichkeiten? Ach, auch absaugen? Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt erstmal von ansehen. Auf der linken Seite dann. Once this car made someone very happy. Now it sits here, rotting away. Así es la vida. Na dann, absaugen. Gut. Das hat ja schon mal 1A geklappt. So, wir drücken das Ding nochmal, hatten, machen das Ding nochmal rein. Und E. Und E. Und E. Und E. Und E. E drücken, abgehen. Ach, not much. But every bit helps.
Aber er hat sich anscheinend aus so einer Fahrradpumpe. Hat er sich quasi so eine Absaugpumpe gebaut? Das ist schon. Ach, und er sitzt da oben und macht gar nichts, oder was? Na, mit dem reden wir jetzt erstmal ein ernstes Wörtchen. Hier, mein Freund. Vergiss mal ganz kurz deine Pubertät, setz die Mütze ordentlich auf und geh Benzin suchen. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just, we're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. It ain't my last damn tape. Well, that's a sweet idea, but it's safer to keep moving. I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Könnten wir uns nicht vielleicht mal weniger kritischen oder weniger schweren Charakteren umgeben? Wäre das vielleicht drin? Irgendwas, was kompatibel ist? Wir sehen natürlich uns auch dieses Auto an. Ein Auto. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Und absaugen. Come to Papa. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und raus. Barely anything. I'll need to find more. Wann sie sich hin, da könntest du durchaus recht haben. Die Server war da auch. Aber Server war ja wesentlich jünger. Und es sind halt einfach Kinder. Ah, drittes Auto. Ganz kurz, bevor ich jetzt. Ich glaube, das 3 ist immer so ein bisschen die magische Zahl. Das könnte jetzt sehr gut durchaus sein. Dass wir dann gleich noch was erleben. Ach, I don't think these tires would fit the van. Gut erkannt. Wo geht's hin? Ach, hier kann man hochklettern. Ja, okay, jetzt bin ich unentschlossen. Aber ich sauge jetzt erstmal noch das bisschen hier ab. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Bingo. Haben wir den ganzen Kanister voll gemacht. Schön. Na dann klettern wir jetzt mal da hoch. Haben wir noch irgendwie was anderes? Oh, ansehen, was ist das hier? Some sort of fuel tank. Na dann. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade gefragt, wo ist denn sein Bruder? Aber der wurde ja auch gebissen. Looks like there's more to see up here. Na dann. Wir klettern mal hoch. Any luck? Some. Not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Okay. Öffnen. Können wir noch was anderes machen? Ansehen. Ich würde mich gerne noch einfach mal ein bisschen umgucken. Oh, ein Schrotthof. Looks pretty picked over. Das finde ich doch schon mal sehr viel interessanter als meine Gasolinsache da hinten. Okay, wie sieht's hier aus? Shit! Okay, es ist einer. Den kriegt man. Müssen wir einfach nur. Kuh! Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Können wir vielleicht ganz kurz nochmal zurückgehen? Oh Gott. Ich wieder viel zu weit nach vorne gewagt. Ich würde gern. Ach, verdammt!
Gabe, jetzt geh doch mal zur Seite. Und setz die Mütze richtig auf. Was ist los mit dir? Gucken wir uns mal hier, wie das schöne Auto an. Hm. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wenn wir da gedrückt hätten, bei dem öffnen Ding, dass da einfach quasi nichts passiert wäre und wir hätten den Schlüssel suchen müssen. Davon gehe ich jetzt pauschal einfach mal aus. Okay, wir gucken uns das erstmal an. Looks pretty run down. Immer erstmal angucken, dann tun. Und öffnen. Öffnen. Aufhebeln. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Gut. Hier geht es also quasi jetzt schon mal gerade nicht weiter. Dann schauen wir einfach mal uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja irgendwas Nützliches. Ah, guck mal hier. Na, das sieht mir doch sehr einladend aus. A hatch. Ich glaube ehrlich gesagt aber, dass hier jemand wohnt. Gabe, komm. So. Könnte es sein, dass hier jemand wohnt? Gabe, komm, check this out. Genau, Gabe, komm mal ran hier auf den Meter. Ja, hier hat jemand gewohnt. Oder hier wohnt. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Immerhin keine Muertos. Just be careful. Okay, wir gucken jetzt, was wir für uns verwenden können. Wie sieht's denn hier aus? Ich guck mich jetzt. It looks pretty comfortable. And pretty gross. Naja, ziemlich verdreckt. Was erwartet er denn? So, wir gucken uns mal das hier an. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. This place does have a funny feeling about it. Yeah. And if Muertos were to somehow surround us. Great. Now I'm officially creeped out. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Nein. Bobby, can we? Wir nehmen, was wir haben, was wir kriegen können. We came for and get the fuck out of here. Great. Another shitty cramped night in our shitty cramped van. Entschuldigung, die Villas sind gerade ausverkauft. Grab the food. Also, Kinder, Mann. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? That must be a new sensation for you. Oh, clearly I have a thicker skin. Komm klar. Ich komme eindeutig. Hey, Kate. Can you come help us with this? Hey, wait, but you... This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. Na bitte. Wer sagt's denn? What the fuck do you think you're doing with our gas? Oh,
Go on, speak up! Jetzt haben wir ein Problem. Whoa, whoa, look, the gas is all there. Just keep it. Yeah, I'm thinking it's a little too late for that. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. No, I'm alone. Honestly, people just slow me down. Uh-huh. All alone. Yeah, sure you are. Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up. Go on, you first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Wie einladend. Open it real slowly. Don't okay. Fuck around. By your lonesome. Now how come these are all open? You can't just take what you like. I don't roll over like that. I ate all those. Yeah, me. You? By yourself? Now. Yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you'd hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Oh, fuck. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, your buddy is not thinking straight. So let's talk, okay? You and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Look, man, this doesn't have to go. The fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? So if you know something, you better spill it. Wir müssen jetzt irgendwie bewerten. You don't want me finding out for myself. Ja, ich laufe jetzt mal den Brecher ein. Fuck! Zack! Guys, get the fuck in here! Zack. So. Holy shit! Knall ihn ab! Was? Was tut er? You have to pay for what you done here. Wait, don't shoot!